Boah, Top 3 Young Oldtimer. Wie wäre es denn mit einem festen Treffen, was ein-, zweimal im Jahr stattfindet? Was sind die besten asiatischen Autos? Boah. Baut ihr nur noch neue Fahrzeuge um oder nehmt ihr auch mal ältere ins Programm? Hallo, es ist Nachmittag und ich habe gerade ein Tief. Kennt ihr das? Nach dem Essen und dann zieht es einen voll runter. Und dann ist noch dein Knie kaputt und das musst du hochhalten. Aber nichtsdestotrotz, ich muss ja nur ein Video drehen. Also von daher, ich brauche es nicht großartig arbeiten, weil normalerweise müsste ich jetzt in der Werkstatt ein bisschen Ordnung machen. Mache ich jetzt nicht, weil da wird gearbeitet. Deswegen würden wir uns über die Füße laufen. Und da haben wir uns gedacht, wir machen ein Question and Answer, ein Q&A. Und erstmal Dank an die Supporter, ja, an die Admins von unserer Fanpage bei Facebook, weil ihr habt immer, also ihr macht das ja immer ganz cool mit den Fragen stellen und es wird ganz gut angenommen. Und da hangeln wir uns jetzt dran runter, was wir so beantworten. Das ist auch meine G-Klasse. Warum steht eigentlich meine G-Klasse bei euch? Ist es unsere G-Klasse? Okay, komm. Ist eine Limited. Die habe ich nämlich damals geklaut. Nein, ich habe sie nicht geklaut, ich habe sie geschenkt bekommen. Bei der Auslieferung vom G63. Also, Priorität hat natürlich unsere Fangruppe, definitiv. Und wie gesagt, danke, dass ihr das so cool macht. Wie gesagt, ich muss mein. Also, fangen wir mal an. Hey Sid und Crew, wird es einen neuen Shop Cube House auch Klamotten von Bounty Records und Wolf geben? Wann bekommen neue Klamotten? Also, okay. Ja, im Cube House wird es unsere Klamotten geben. Da wird es auch Klamotten, weil wir entwerfen gerade Klamotten für Bounty Records. Wolfsachen gibt es auch, alles rundherum, Bounty Records und anderen Firmen noch, also andere Labels, wird es hier zu kaufen geben. Und unsere Sachen, zum Beispiel auch diese Cap, das Schiff ist angekommen, es ist durch den Zoll und es kommt bald in den Shop. Und es kommen auch andere Sachen natürlich, also neue Sachen. Dann, hey Sydney, welche Old Youngtimer würdest du als deine Top 3 bezeichnen? Grüße aus Leverkusen. Freue mich schon auf die neue Eröffnung. Ja, freue ich mich auch mega drauf. Robert, ja, boah, Top 3 Young Oldtimer. Ich könnte mich nicht entscheiden, ob ich einen Golf 1, Golf 2. Einen von beiden würde ich dann auf jeden Fall mit reinnehmen. Ich wüsste nicht welchen. E30, M3 wäre auch, also, müsste eigentlich auch dabei sein. Landschaft müsste eigentlich auch dabei sein. Aber ein Käfer müsste auch wieder dabei sein. 356 müsste eigentlich auch dabei sein. Ja, so eine alte Julia. Eine Julia muss auf jeden Fall dabei sein. Och, Robert, ey, das ist eine fiese Frage. Also, ich habe da, glaube ich, eine Top 5 gehabt. Also, eine Julia muss dabei sein, ein Käfer wahrscheinlich. Ja, so in der Art. Ich kann mich jetzt nicht entschließen, das würde Stunden dauern. Dennis, erste Frage: Kann man sich bei euch schon wieder Termine für Umbauten machen und dauert das noch etwas? Termine können wir machen, ja. Wir fangen jetzt wieder an, Kundenfahrzeuge mit reinzunehmen. Sie waren so ein bisschen blockiert wegen Dreharbeiten, aber jetzt. Starten wir durch. Läuft. Frage 2. Wie sieht es aus mit TÜV bei den modifizierten Abgaslagen und bei umgebauten Klappenanhänger? Würde gerne mein TÜV bei euch vorbeischauen. Oh, schickes Auto hat er. Sehr sexy. Ja, TÜV, Eintragung von umgebauten Abgasanlagen, je nachdem. Das ist immer sehr, sehr schwierig alles, weil man weiß nicht, wie umgebaut worden ist, was umgebaut worden ist, Dezibel und. Das ist ein sehr schwieriges Thema. Aber wie gesagt, einfach mal vorbeikommen, wir gucken mal. Ich kann mir nichts versprechen. Wie sieht es aus mit der Vorstellung der neuen Mitarbeiter? Karin, Tobi, Pedro und Monkey Media sind ja bekannt. Ja, Kalaschnikow, Grüße. Ist ja auch ein Admin. Ja, mache ich. Ja, wenn alle dann an Bord sind, stellen wir natürlich alle vor. Müssen wir machen. Der Björn fragt: Was hältst du von einem 924? Oh, mega geil. Ich stehe auf 924, 944, alles geil, echt. Ja, mega. Mega, mega. Kaufen. Auf jeden Fall. Richtig geiles Auto. Hey Sydney, da hier momentan in der Umbauung, wie wäre es, den Vlog wieder aufleben zu lassen? Ja, sehr gute Idee, Tobi. Tobi Klotzi, auch hat mit. Ja, machen wir auch jetzt. So ein schleichender Prozess wieder. So wie es sich rausgeschlichen hat, so schleicht es sich auch wieder rein. Also die Videos mit Umbauten. Und sonst machen wir auch, wie vorgeschlagen, Umbau, Bau-Vlogs oder Behind the Scene, weil das kam ja ganz gut an.
Machen wir auf jeden Fall. Wie wäre es denn mit einem festen Treffen, was ein-, zweimal im Jahr stattfindet? Ah, Sydney checkt, was er gewisse Sachen begutachtet, Tipps. Ja, sehr gute Idee, Pascal. Ja, können wir machen, wir haben ja genug Platz jetzt. Und wir können ja auch noch da Platz zubekommen. Machen wir. Stefan, sag mal, von Firma wie Powerflex, Schaumtäter oder was, PU-Books und ähnliches, sind solche Produkte sinnvoll? Ja, es ist halt auch was mit Fahrkomfort. Ich meine, von der Haltbarkeit ist natürlich mega geil. Vom Fahrgefühl ist es auch sehr direkt. Aber das mag ja nicht jeder. Ne? Auch nicht jeder mag Domlager. Die wollen halt eben in das Gummi reingefedert bekommen. Also, oder entkoppelt von der Karosserie fahren. Die wollen nicht das direkte Feeling haben. Deswegen ist es echt eine reine Geschmackssache. Matthias, hallo lieber Sydney. Hallo lieber Matthias. War letztes Jahr bei euch und mit meinem GTR R32 er hat sich den angeschaut, seltenes Ding, das stehen hat. Nur ich frage, was wird daraus gemacht? Er kriegt vielleicht Fahrwerken und so weiter, also er wird nicht mega umgebaut, tut mir aber super schwer, was er für Felgen bekommt. Klassische, moderne, wie groß, tut mich voll schwer. Aber den hole ich jetzt erstmal hier rüber. Ja, und meine Meinung, was sind die besten asiatischen Autos? Boah! Ich mag Subaru, WRX STI mag ich. Ich mag einen GTR. 240Z ist ja klar. Haben wir ja schon mal gesagt, dass sowas mal Anbach ist. Das ist unser LA-Projekt. Patina behafteten 240. Aber da kannst du dich ja nicht entscheiden, ob 240 oder 510er dazu. Auch geil. Ja, aber 510er würde ich glaube ich nicht nehmen. Glaube ich. Ist beides wirklich geil. Das ist das Problem, wenn man so ein. Ich meine, das habt ihr selber wahrscheinlich. Ihr seid einfach so ein Auto-Enthusiast und denkt irgendwie. Irgendwie hat jedes Auto irgendwas Cooles. Andreas, habe im Moment keine konkrete Frage, aber hey, wie geht's euch? Das ist aber eine nette Frage. Uns geht es blendend. Super. Ja, wirklich. Aber wir drehen ja auch gerade nicht, deswegen haben wir auch Zeit für euch. Und das ist auch gut. Dennis, hey Sydney, folgt eventuell bald mal mehr Content von japanischen Autos. Ja, wir werden uns jetzt bald ins GTR-Projekt stürzen. Christopher, hey Christopher, wann kommen die neuen Caps? Wirklich bald, sie sind durch den Zoll. Baut ihr nur noch neue Fahrzeuge um oder nehmt ihr auch mal ältere ins Programm? Wäre sehr interessant, ob ihr Exoten, Franzosen, Japaner, Italiener umbaut. Wie sieht es denn Sauger aus? Baut ihr auch mal einen Sauger zum Turbo? Haben wir auch ganz oft schon gemacht. Also jetzt ganz oft, aber früher haben wir es ganz, ganz oft gemacht. Ja, alles. Ich habe keine Scheu vor Franzosen oder Italiener oder Japaner. Ich mag ja das Auto an sich und das Projekt an sich. Nenn es nicht Projekt, wenn es... Wie nennt man denn? Nenn es kein Projekt, wenn es nicht... Kennst du die Werbung? Ja, wie gesagt, es geht um das Projekt an sich. Also deswegen, ich habe da keine Scheu vor Italiener, Franzosen, Inder, weiß ich was alles, Tata-Autos oder was. Da geht mir alles wurscht, was für ein Auto. Das Projekt muss cool sein. Und auch Sauger auf Turbo umbauen, auch cool. Bauen wir jetzt auch demnächst um. Dann müssen wir aber bald nach Hannover fahren. In deine Heimat. Yeah. Zum Motorsport. An der Fahrenwalde. Zwar keine Frage, aber Riesenfreude. Vielen Dank, ihr seid die geilsten. Grüße aus der Schweiz. Ey, Basti. Du bist der Geilste, danke. Ja, das war jetzt mal hier Auszug raus. Und dann hast du noch gesagt, hast du noch welche? Wir wollen den MK2 RS sehen. Komm ins Showroom, da siehst du. Nein, ich weiß, was ihr macht. Sind dran. Sind auf jeden Fall dran. Ich will mich ein bisschen bequemer hinsetzen. Sieht zwar unbequem aus, ist aber bequem. Was ist denn hier? Wo kann man sich bewerben? Ernst gemeint. Wo ihr euch bewerben könnt? Hier unten. Könntest du mal eine richtige Tour machen? Wenn alles fertig ist? Ja. Da können wir eine ausgiebige Tour machen. Kann ich euch jede Ecke zeigen. Was haben wir noch? Das Logo müsst ihr wirklich aufs Dach machen. Ja, mega. Ohne Scheiß. Hätte ich auch Bock drauf. Wir sind an verschiedene Handwerker mal wieder, die das umsetzen sollen. Aber die haben alle einen Sockenschuss, ey. Ganz ehrlich, die Felgen sind doch gesponsert. Gibt doch keinen Grund, da Müller-Schmidt-Felgen drauf zu machen. Was zur Hölle meinst du mit Müller-Schmidt? Das sind Schmidt-Felgen. Und ich verstehe jetzt auch nicht, warum soll man keine Schmidt-Felgen drauf machen? Ganz ehrlich, kann ich nicht teilen. Natürlich hat der Volker schöne Felgen und nicht schöne Felgen.
ist ja auch, und manche sind old school, manche sind old, old, old school und manche sind aber auch, genauso wie die Gambit, sehen auch mega cool aus, klassisch, cool. Felgen made in Germany und so, das ist doch geil. Also ich find's cool. Keine Leo mehr am Start, schon seit Wochen. Hä? Leo ist am Start. Sollen wir Videos machen? Dann schreibt runter. Leo muss mehr Videos machen. Also, ich kann sie ja nicht zwingen. Aber sie kriegt auch bald ein neues Projektauto wahrscheinlich und dann wird sie auch wieder mehr drehen. Was denn? Hä? Kann ich noch nicht sagen. Sid, was eigentlich mit dem Beetle-Projekt? Ja, was ist mit dem Projekt? Ganz einfach, Andretti. Also die Teile kommen von Andretti Motorsport aus USA. Die, da ihr alle wisst wahrscheinlich, dass der Beetle ja nicht mehr, die GRC gibt es ja nicht mehr. Also es fahren noch welche aktiv, aber die Teile wurden nicht mehr auf Halde produziert. Jetzt ist einfach das Problem, dass sich die Teile müssen ja alle noch produziert werden und müssen hier rüberkommen und. Nervt mich ja selber und es tut mir auch voll leid. Es nervt mich wirklich selber. Aber dafür kriege ich das dann in doppelter Packung. Weil das werden wir mit bei den PS-Profis behandeln und hier bei uns, bei YouTube. Damit wir auch nichts auslassen. Und es ist ja 80 Jahre Käfer. Also es wird ja gefeiert, 80 Jahre Käfer. Und zu dem Anlass möchte ich natürlich den Oberkäfer bauen. Das ist mein Ziel. Bosskäfer. Bosskäfer. Ich hätte mal all meine Käfer behalten müssen. Ich habe nicht mehr alle. Ich hätte alle mit. Alle. Weißt du, wie viele Käfer ich hätte? Eine ganze Halle voll. Aber es wäre geil. Die wären ja nicht schlecht. Ich bin gerade an was ganz Tollem dran. An einem tollen Käfer. Aber wie gesagt, es gibt immer so ein paar Autos, die habt ihr noch gar nicht gesehen. Das ist nie böse gemeint. Das ist wirklich nicht böse gemeint. Das ist einfach nur, weil dann verwirre ich euch ja. Was hat er noch da? Zum Beispiel, ich habe jetzt eine R8 verkauft. Ich hatte eine R8. Sollte ein Projekt werden. Habe ich ja gesagt, oh, doch nicht. So, dann verkauft. Oder Käfer. Die stehen da. Aber du willst ja ein Projekt draus machen. Auf jeden Fall ist es halt so, genauso wie T1, den kennt er doch. T2 kennt er auch, stimmt. Manchmal kennt ihr die, weil ihr bei dem Kauf dabei seid. Aber manchmal seid ihr ja gar nicht beim Kauf dabei, was auch nicht böse ist. Es ist einfach nur euch zu bewahren, dass ihr einfach völlig durcheinander wird. Völlig durcheinander kommt mit den ganzen Autos. Golf 1? Golf 1 kennen sie. Oder? Kennt ihr Golf 1? Wenn nicht, dann werdet ihr den kennenlernen, weil der ist jetzt nach Jahren verschütt. Holen wir den jetzt raus. Die rücken dann immer so nach. Aber dann kommt noch was Neues, dann kommen noch andere, also neue Fahrzeuge, neue Projekte und dann kommen die Bestandsprojekte. So läuft das immer zu. Aber es ist eigentlich so ein Übergewicht an neue Fahrzeuge, die nachgedrückt werden. Und dann ist mal ein altes Projekt, was dazwischen kommt. Und dann erst kommt so ein Bestandsprojekt. Ihr wisst ja, ich habe ja so richtig einen am Brett, was Ducati angeht, ne? Wisst ihr. Letztens hatte ich die V4S hier. Das war so, ich war gestresst bei dem Dreh, weißt du, wollte gute Laune wieder haben, dann setze ich drauf und hast du gute Laune. Das haben wir auch, aber nur, die Profa, da warst du noch hier am Schneiden, ne? Hast du ja mitbekommen. Aber die hatten wir hier. Zum Tag hier, ne? Ganz klar, wir drehen, aber jetzt hast du manchmal auch, wie soll ich sagen, du willst Ablenkung haben und dann kommt solch eine Ablenkung. Tada! Voll geil. Ich bin gerade schon gefahren, aber Chris war am Pennen wahrscheinlich, hat es nicht mitbekommen. Habe ich nicht gehört, genau. Panigale V4S. Das ist so ein geiles Moped, das bin ich jetzt erstmalig gefahren. Ich meine, ich bin nur so ein bisschen rumgejuckelt, ne? Ey, Schaltautomat hoch und runter. Und es funktioniert so brutalst, ne? Adaptives Fahrwerk natürlich, elektronisch, ne? Klar. Jetzt pass auf, Seriensound. Das ist jetzt halt so, allein das Alter, das wird so geil. Schaltblitz, alles, Alter, das ist geil. Ah, das ist Serie, ne? Ihr müsst euch unter Last vorstellen. Dann ist es nicht ganz so hell, das ist noch dunkler. Alter, das ist so ein brachiales Gerät. Jetzt hat es ja kein Gitterrohrrahmen mehr, ne? Also eigentlich hat sich ja Ducati neu erfunden. Normalerweise kennen wir Ducati mit Gitterrohrrahmen V2. Das waren so die zwei markantesten Merkmale. Jetzt, no Gitterrahmenrohr mehr. Gar nicht mehr. V4 Motor. In dem Bike steckt so viel MotoGP drin, ne? Total. Love, das ist einfach komplett verliebt.
Ich meine, ich kriege ja nächste Woche oder da, nächste Woche? Nächste Woche, glaube ich, kriege ich mein neues Moped. Auch ein tolles Motorrad. Damit bin ich noch lange nicht fertig. Ich meine, jetzt klar, eine Panigale 4S, V4S, liegt, glaube ich, bei 27 oder sowas. Ist eine Menge Geld, aber ist es wert. Ich habe ja gesagt, ich mache mehr Ducati-Projekte, weil ich einfach seit 2000 Ducati fahre. Und das ist einfach Herzensangelegenheit. Und Monkey Moto, ja, ist wieder am Start. Deswegen auch jetzt mehr Mopeds wieder. In den alten Jahren komme ich wieder zum Moped. BMW, die steht in München, das ist das Problem. Jetzt musste ich ja auch outsourcen, weil ich hier kein Gebäude hatte. Jetzt habe ich ja ein Gebäude, jetzt kommt ja wieder hin wahrscheinlich dann und dann geht's auch ratzefatze weiter. So, jetzt muss ich weiterdrehen, tut mir leid. Tschüss. Apropos Ducati, haben wir den Kombi nicht vergessen. Wir werden nämlich jetzt die Vorauswahl mit den Armin zusammentreffen und dann geht's weiter, weil ich muss das Ding ja auch bestellen. Das dauert ja auch noch, weil mein neues Moped ist ja jetzt angekommen. Gerade in der Zulassung. Also, in dem Sinne, tschüss.